Mein Name ist Elmar Buda, bin geschäftsführender Gesellschafter der B&H Solutions. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben kolloidale Düngemittel. Unsere Produkte sind aktiver Umweltschutz und die Bauern, die Produzenten schätzen das, weil sie vor allem auf Fungizide verzichten können. Wir sehen, dass die Pflanzenschutzmittel, die wir einsetzen mussten, sich auf ca. 30% von der Menge, die wir in den letzten Jahren gebraucht haben, reduziert haben. Die Toleranz zu erzeugen, dass Bakterien die Pflanzen nicht angreifen können, das ist außer mit unserem Material sonst gar nicht möglich. Mit Silber im Einsatz beim Pflanzenschutz haben wir klare Verbesserungen bei den bakteriellen Krankheiten, also Pseudomonas, Xanthomonas. Wir hatten früher eine Ausfallquote von bis zu 50% bei Salaten vor allem und bei Eisberg und heute 5-10% allenfalls. Wichtig zu erwähnen ist, dass wir die Pflanze so stark machen, dass sie über pflanzeneigene Hormone die Pilze selber abwehrt. Bei der Herstellung der metallischen Kolloide ergibt sich das Problem der Stabilität. Wenn normales Wasser verwendet wird, fällt das Silber relativ schnell aus, auch das Eisen und das Kupfer. Wir sprechen hier von 2 Wochen. Wenn wir Granderwasser verwenden, dann ist dieses Produkt 10, 20 Jahre stabil. Für uns ist es ein Must, die Anlage zu haben. Und die Kosten, die sind vernachlässigbar. Also Return on Investment ein paar Tage.